Ja, hier. Nee, nicht Kira, Kiba, Icy. Das ist Kirsch-Bananensaft. Kira, wir wollen Kira trinken. Kiri. Oh. Gib mir Kira, schmeiß sie in den Mixer. Ich bin irgendwie runtergefallen. Nee, ich war unten im Schiff. Keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin, aber ich bin wieder rausgekommen. Das ist doch die Hauptsache. Kiri. Nein, Kira. Warum Kira? Der Chat ist so gesagt. Okay. Was denn? Das ist die einfachste Ausrede. Nee, Tobi, du siehst so mitgenommen aus. Es geht. Hatte eine harte Nacht. So, na dann. Ich auch. Ich bin schweißgebadet aufgewacht irgendwann. Weil du Hunger hattest. Ich weiß nicht mehr wieso, aber nein. Wahrscheinlich. Wer macht denn das schweißgebadet auf, weil er Hunger hat? Also so du. Ganz kräzibil bin ich dann auch noch nicht. Also ich schon. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Oh mein Gott. Also mir ist das schon passiert. Nein. Never. Dann bin ich auch niemals. Doch. Nicht in der Tonart. So Axt vom Vorfall und dann aufgewacht. Das ist super gut. Wie ernst wird dieses Spiel gerade nehmen? Sind die jetzt auch mal tot? Danke. Ja, sind sie doch. Hast du haben wir jetzt gewonnen? Nee, haben wir gewonnen? Es kommt das letzte Schiff noch. Ellie? Warum steht denn die alte immer noch da hinten rum? Den kenne ich. Er hieß Yesh. Verließ Ratasum, um Gladiator zu werden. Ganz ruhig, meine Liebe. Und der wollte Gladiator werden als Asura. hallo. Danke, Sotti. Reckin Eili, danke, Sotti. Bitte leg die Planke aus. Ich schulde diesen Auferstandenen einen Tiefschlag. Ich suche gerade ein Tiefschlag. Verpiss die Ranke. Die Ranke, die Blanke steht. Das dauert ja noch eine Weile. Aber der Schneeball ist doch voll süß. Nee, die hat die gerade hingezimmert. Ja, Achtung, jetzt. Tudum. Gegner spawnen in jetzt. 3, 2, go. Seht mal, Fell. Jemand hat einen Arm liegen lassen. Was? Da liegt überhaupt was so. Holt eine Axt. Er ist vom Balthasars Hunde. Sie sind in der Takelage. Seht da oben. Wo? Oh nein! Ich sehe sie da oben nicht. Verdammt, ich habe sie nicht gesehen. Die kamen von oben. Wer hätte denn damit gerechnet? Weiß nicht, wenn sie von unten gekommen wären, wäre ich mehr überrascht gewesen, wenn sie aus dem Boden gekommen wären. Wo kommen die denn, Alter, her, Mann? Ja, aus der Takelage. Aus der was? Die Takelage. Gesundheit. Was? Takelage? Hä? Eine Kakelage. Eine Kakelage? Ich hab einen Arm. Was? Das ist schön. Verwesenen ich auch. Arm. Ich auch. Tod den Armen. Ich hab damit geworfen. Nee, warte. Ich auch. Tod den Armen. Verdächtige Untotenwaffe. Ach, immer diese Armen. Das sind doch die vor dem Fenster, oder? Ja, die vom Fenster. Wow. Alter, was ist denn Vieh? Der ist immer so groß wie ich. Quagger! Ah, ne, ist ein Hülek, schade. Das ist doch kein Quagger. Vielleicht war das mal ein Quagger, ist ein Hülek geworden. Ich wollte Gladiator werden. Ach, das war das, der. Der Kleine hat's dir angetan, oder? Was? Wie kann der man denn super Gladiator werden wollen? Der ist klein, aber gefährlich. Ne? Überleg dir doch mal, Yoda, Meister Yoda war auch klein. Und gefährlich. Diese Knochenschiffe sind morsch, verrottet und voller Löcher, aber seetüchtig. Solange wir nicht nach Elona segeln wollen, reichen sie. Nicht Elona nach Elona, geht übrigens nur in die Stadt durch Castle Fire. Direkt im Schlund des Drachen. Nur dass man fliegt und nicht segelt. Sein? Doch, du segelst hängt rüber von Ellie und Zod ab. Ich schwöre, die kämpfen wie Norn und streiten wie Eheleute. Ihr bekommt alle Hilfe, die wir entbehren können, viel Kapitän. Viel wichtiger ist, wann kommt Faction. Tyria verlässt sich auf uns. Gott, wir werden uns beeilen, Kommandeur, ich verspreche es. Sobald die Schiffe bereit sind, alarmieren wir Marschall Tahar. Ich entwickle mich zu einem Linienschiff weiter. Oh, nice. Danach. Wiedergänger entwickelt sich zu Linienschiff. Tada.
Thomas, nicht Linienschiff anders. Wir lieber ein Linienbus werden. Und zu was wirst du danach? Danach? Kreuzfahrtschiff, oder? Zur AIDA. Dum, dum, dum. Drei Obsidian-Scherben. Dein Ernst? Toll, und ich habe mir heute 60 Stück gekauft. Ja, ich auch, aber ich brauch sie trotzdem. Egal, ich freue mich auch über drei. Ah, verkaufe ich das? Ich frag mal kurz in die Gruppe. Was denn? Die Farbe. No, nehme ich. I need it. Nehme ich. Fuck. Warum seid ihr immer so still? Ruby hat alles aus dem Inventar geklaut, das zählt nicht. Okay, dann kriegt Janes. Einverstanden. Aber ich finde die Farbe cool. Ich finde, ihr solltet ein Battleman. Die kostet nur 2 Gold. Die Farbe ist mega cool, ja. Die kostet 2 Gold? Ja. Nur. Nur, ist gut, ja. Nee, es gibt Farben für 500, also. Das ist so wie damals in Guild Wars 1, ne, mit Schwarz. Ich hab Schwarz gefunden. Ich hatte einen Typen, der hat in einem... Ich hab ausgesorgt. Er hat in einem Run quasi 5 mal Schwarz gefunden, dachte ich auch so, jo. Das war halt auch immer scheiße geil, wenn man das hatte. Ja, das hat ja gereicht, einmal zu haben. Also das hatte ich damals aber auch mal. Ich habe in einem Run, glaube ich, irgendwie 3 mal Schwarz und hab dann ganz am Ende nochmal irgendwie eine Weiß gefunden. Das Was für ein Scheißlacker bist du eigentlich? Wieso? Ich hab nie Schwarz gefunden. Ich hab vielleicht einmal Schwarz bekommen. Ich hatte aber auch öfter Schwarz. Alles Lacker hier um mich rum. Ich hab mit meinen Accounts einfach kein Glück. Okay, Dann mach die neue. Unten. Darunter. Alles klar. Wegpunkt. Dann macht ihr ein neues gut. Hier kann man verkaufen. Nice. Hallo. Werte Dame, möchten Sie mein Zeug kaufen? Wollen Sie meinen Scheiß haben? Everything for you. Eigentlich nein, aber. Ich nehme alles. So. Ich verscherbe. Da war Abgrund. Verdammt, Raffi, jetzt ist nicht eine Sekunde früher sein können. Eine Sekunde. Du bist runtergesegelt? Nein, ja, so halb. Aber ich bin nicht gestorben oder so. Ich bin nur eine Ebene tiefer gefallen. Ich jumpe ja, gerade wieder hoch. Das wollte ich vermeiden, deswegen. Ja, ich auch, aber du hast aber mir ja nicht rechtzeitig Bescheid gesagt. Aber der Raptor hat leider so eine riesige Also Jane kriegt die Farbe, war jetzt die. Habt ihr ausgemacht? Ja. Okay. Obwohl Schwarz schon ziemlich cool ist. Ja, Jane kriegt die Farbe. Ich habe halt 2 Arten, also Farben, die ähnlich aussehen, deswegen kann sie die gern haben, aber ich hätte davon halt gerne eine Sammlung, aber. Ich habe keine einzige davon, die so ähnlich ist. Yay! Ich habe nur Kackbraun. Dankeschön. Ich hab nur Kackbraun. Ja, das ist die wichtigste Farbe. Ja, wenn man es mag. Wenn es einem gefällt. Ach, das ist diese Mission. Es ist die. Ich hätte es jetzt schon fast schon wieder gesagt. Ich muss Eingangs Oh nein! Wieso ist das Portal denn da oben? Ich bin unten. Sind wir nicht alle unten? Nein. Weiß ich nicht. Ihr seid doch schon drüben. Ich bin noch nicht mal durch das Portal durch. Ich lauf voll falsch. Ich glaube ich auch. Ups. Nee, geht. Ah. Ja, ich bin am unteren Ende der zweiten Karte, also. Warum, Raffi, warum? Weiß ich nicht. Er war da zu war schnell. Eine Wegmarke und da bin ich einfach weitergelaufen. Wow. Oh. Meine Fresse. Was ist das denn heute? Wir kommen irgendwie echt gut voran heute. Mhm. Wir sind super schnell. Es float. Aber sowas dann. Ich komme über den Wasserweg. Ich kann reingehen, wenn ihr wollt. Ja, geh rein. Ich komme über den Wasserweg. Ich bin doch auch gleich da. Ich muss den Weg ja so oder so laufen. Die Wegmarke schaffe ich noch. Easy. Yes. Tobi. Bin doch da, entspannt. Linienschiffer. Tobi.
Robert! Was? Grobshell! Grobert! Machen wir sie platt. Da laufen sie. Auf die Fresse! Auf. Doch. Wie wir die alle hin und her schieben, so. Ich schieb sie vor, Alter, einer schiebt sie zurück. Ihr Kackviecher! Ich zünd sie an. Ich werd nur umgehauen. Das ist nicht so nett. Ach, ich bin zufrieden. Feuer! Komm auf, wow! Oh. So geht es immer, wenn Drafi das sagt. Und deshalb meine ich, dann lässt man ihn immer rein. Ich war ja schon drin, bevor das Tor oben war. Meiner. Ich will auch einen Stuhl. Endlich sind wir beide mal einer Meinung. Setz mich auch einen Stuhl. Der Kommandeur muss euer Gedöns nicht hören. Wir müssen Meldung machen. Das finde ich schön. Guck mal, ich sitze in Ellie. Sprich mit mir. Gut, dass man die Filmsequenz nicht skippen kann. Wir haben die Schiffe, ja, man könnte schon. Und eine ja, aber das bringt dir nichts, dann stehst du trotzdem rum, weil wir uns das ansehen. Das ist richtig. Ja. Ist aber sag nicht, ich kann nicht. Ich weite für alle quasi, so wie das mit den Texten auch ist. Nein. Wie an? Ich will die doch sehen. Wir segeln nach Süden und ich kann den Wecker für morgen eine Stunde später stellen. Die Aufgestandenen werden uns für einen Teil ihrer Flotte halten, bis wir auf ihre Kanonenartillerie feuern. Während wir segeln, lenkt Tintenblut die Bodentruppen der Auferstandenen mit einem Forschungsmanöver ab. Stell ihn doch gar nicht, da hast du frei. Ihr kommt mit Fell, Mary und mir an Bord des Flaggschiffs. Bester Plan ever. Sott wird als Schütze auf dem Flaggschiff sein. Ellie wird der zweiten Galeone der Windschnitte zugeteilt. Wir müssen unsere Feuerkraft verteilen. Mit seinen Augen. Für den Fall, dass wir eines der Schiffe verlieren. Macht euch um die gekaperten Galeonen keine Gedanken. Nee, er hat einfach grauen Star. Im Endstadium. Einsatzbereit in dem Fall heißt, ein Leck mehr und die Kähne sinken wie Steine. Das reicht, ihr beiden. Wenn ihr erlaubt, Kommandeur, beladen wir nun die Schiffe und setzen die Segel. Ach ja. Ja, mach halt. Besorgt um mich? Nein, ich wollte euch nur wieder auf meinem Schiff haben, damit ihr mir... Ich kann nicht losrudern. Ich bin der Stärkste, aber ich kann nicht rudern. Ich warte, bis alle kann auch nicht rudern. Ich kann rudern. Guck mal, der Moa geht unter. Oh, lass ihn mal untergehen. Ich sehe keine Bewegung. Offenbar sind wir in Sicherheit. Kannst du mir die Felsgazelle immer noch holen, ey? Ich auch. Wir müssen das mal zusammen machen. Sollen wir mehr wie Auferstandene aussehen? Ein bisschen rumschlurfen oder verrotten oder so? Bleibt ruhig, Mary, mein Täubchen. Oh, Mary. Mein Täubchen. Was machen wir jetzt eigentlich nochmal? Wasserballett. Okay, ich frag sie wieder. Krieg eh keine Antwort. Ja, wir versuchen hier was zu infiltrieren, glaube ich. Wow. Ich habe übrigens gerade das gequälte Meer entdeckt. Ich auch. Wie geht das mit uns? Ihr könnt doch nicht einfach weiterlaufen. Oh, schon fertig. Da steht, wir sollen an Deck gehen. Darf ich da runter? Agent Sott, ich muss pinkeln. Zeit für eure Magie. Das Wasser motiviert meine Blase. Ein Teil Feuer, ein Teil Kraft und der Rest. Ja, hier ist so viel Wasser. Boah, ich kann was verwenden. Oh. Verdammt, du machst schneller. Zu spät, das Auge hat uns entdeckt. Jetzt wird's ernst. Aua. Zum Glück habe ich die Mauer zerstört. Ihr habt was gut. Dreck umgefallen. Oh, verschließt 8 Strahlen. Wo ist denn das scheiß Auge? Durch die Lex kriegt Schleim. Ich könnte ein wenig Hilfe brauchen. Ich sehe nur den Riesen. Abgewehrt! Zerstört die Knochenwelle, sagen wir. Und? Ich sollte nicht schießen. Steht Mary bei den Steinproben bei. Oh, Alter, das ist nicht gut. Oh, meiner ist ein Rohrkrepierer. Das hat die vier benutzen, wenn die Steine schmeißen, damit die zurückfliegen. Ja. Ich kann gerade gar nicht das Ding so. Joa, also nicht funktioniert. Oh! Wir sollen unter Deck. Ach so! Ich dachte mir aber wir sind Artillerie, wir sind aufs Maul, nicht unter Deck. Unter Deck kann doch auch. Wir sind aber Löcher zu stopfen. Ja, wir sind die Kommandeure, wir stopfen keine Löcher.
Ich hab Globber. Ich hab Globber. Ich kann nicht stoppen. Achso, Globber. Ich hab Globber. Oh, ich hab Globber. Dann hallo? Stopp die Löcher damit. Ich such den Weg. Geht nicht. Ja, du musst den Globber aufheben und dann Löcher stopfen. Ich hab stopfen. Den Globber in der Hand. Globber gestopft. Wo bist du denn da überhaupt? Wo stehe ich denn hier? Ich bin hier nicht raus. Super. Damit stopfen wir ich auch. Ich habe überhaupt gar keine Ansicht gerade. Ich glaube, ich habe mich schon wieder festgebackt. Das kann Jane sehr gut. Oh, da bin ich echt talentiert drin. Hallo, ich komme hier. Achtung, nicht mehr Stein kommt. Lass mal den Globber fallen. Ja, das ist eine gute Idee. Danke für eure Hilfe. Das hat nichts zu tun. Ich bin schon dran. Boah, ernsthaft? Warte, ich kann mich doch teleportieren. Kein gültiger Part. Oh, ich hab's geschafft, mich als weiter zu teleportieren. Hey. Ich hab ihn raus teleportiert. Kommandant, feindliche Schiffe am Steuerbord. Die sehen gruselig aus. Was müssen wir machen? Vernichtet die toten Schiffe. Wow. Was für toten Schiffe? Achso, auf der Seite. Das macht Sinn. Vorsicht, die schießen mir einen Fisch. Schon vernichtet. Ja, ich hab verteidigt. Sie haben die Windschnitte ramponiert. Oh mein Aha, Gott, die Windschnitte. Webcam ein- und ausblenden hier. Reckin Jane, Blick nach Backbord. Reckin Jane, hast du es gehört? Ja. Guck nach Backbord. Ja, klopf. Ich hab verstanden, ja. Reckin Jane. Die Leute verlassen sich auf uns. Ich hab auch gerade Reckin Jane gelesen. Das ist Ellies Schiff. Wir können sie nicht zurücklassen. Wir haben unsere Befehle. Wir lassen sie zurück. Die Mission hat oberste Priorität. Ellie würde das verstehen. Zur Hölle mit unseren Befehlen und der Mission. Ellie braucht mich. Ich lasse sie nicht im Schutz. Jetzt wird aus Zotti ein echter Kerl. Und da kommt Jane. Wird sein zum orianischen Ruhe jetzt! Du bist voll der unmenschlich, muss dieses Territorium Jane. Besetzen. Gar kein Herz. Ich gehöre auch zu den Wachsamen. Siehst du das nicht an ihrer schweren Rüstung, die sie trägt? Hart und unnachgiebig, dieser Stoff. Trefft euch mit Tintenblut, wenn ihr die Küste erreicht. Oh, sie hat doch ein Herz. Ich gehe zur Windschnitte. Falls es Überlebende gibt, holen wir sie raus und treffen euch dort. Danke, Kommandeur. Ich versprach ihr, wiedersehen zu können. Könnte. Wenn wir jetzt? Achso, jetzt müssen wir schwimmen oder was? Aufhören zu klopfen. Ja. Also, ist nicht das, wo wir letztes Mal irgendwie nicht wussten, wie es weitergeht, Tobi? Nee, das war was anderes. Ja. Wäre jetzt echt schwimmen. Ach, stimmt. Ja, naja, wenigstens schwimmen. Klopft das jetzt nicht mehr. Ja. Das klopft immer noch. Echt? Wenn du oben bist, klopft es. Ist da unten ein Heldenpunkt? Nee, bei mir Nein. nicht mehr. Er wird nur angezeigt, aber du kannst die Sehenswürdigkeit haben. Hab ich schon. Rettet die Mannschaft! Ich rette dich, wachsam Kriegsmeisterin! Oh, ich rette mit. Die ich meine Hand auf dich zu hindrücke. Oh, das ist Ellie. Ellie ist tot! Sie muss noch atmen. Sie atmet noch! Ellie ist tot! Sie muss noch atmen, sagt er. Ja, wir können sie nicht wiederbeleben. Junge, die schwimmt. Okay, mach das Schiff kaputt! Kann irgendeiner die Schiffe leben? Nein. Die atmet niemals. Ellie lebt! What the fuck? Ellie! Oh, jetzt ist sie tot. Ich hab sie erschossen. So geometrisch. Ruhig, Ellie. Sagt jetzt nichts. Nach einem Schock Gleichungen zu lösen, kann nur zu nicht axiomatischen Formeln führen. Das ist eine Liebeserklärung auf Asurisch. Ich hab mal schnell dieses Knochenschiff hier zerstört in der Zwischenzeit, ne? Happy Birthday. Cool. Ey, guck mal, man kann die wiederbeleben. Das ist der Gerüchteagent. Rafi, stehst du auch gerade wie ich im kniest du tief im Wasser? Ey, da. Ja, ich. Du kniest im Wasser, ja. Richtig. Super strange. Guck mal, da geht das Schiff unter, was ich kaputt gemacht habe. Das Toll. Ist super schön gemacht. Gemacht. Jetzt gehen wir da hinten unter an Land. Das kennt Raffi gar nicht mehr, so per Hand schwimmen. Ja. Aber wir tauchen unter dem Schiff durch, oder? Würde ich sagen. Okay. Na, okay.
Aber nur, weil wir cool sind. Ja, ey, das können ja auch nur die Coolen. Alle anderen würden dabei sterben, wenn sie Kiel geholt werden. Und ich möchte auch nicht übers Schiff, weil dann ist Soundbug wieder da. Ich hab ihn eh schon. Wenn ich daran vorbeigehe, ja. Ich hab den nicht mehr. Au! Ach, ich komm da nicht. Du Hai! Ich sterben! Bitch. Hier rüber, Kommandeur. Ich bin doch schon da. Ihr seid in Sicherheit. Du bist nicht der einzige Commander hier. Wir sind auch noch da. Nein. Wir müssen dieses Gebiet einnehmen. Ich hab die Barrikade zerstört. Oh, das hat nichts geholfen. Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt beginnt der Krieg. Hier, Jane. Hier musst du hin. Wo ist denn hier? Hallo. Da. Du musst das Katapult benutzen. Naja, Zott läuft hier, glaube ich, hinterher. Dahin, wo die Hüpfenden. Ach ja. Jane. Ich bin doch schon da. Du bist so langsam. So, was soll ich jetzt mit diesem Signalding machen? Nutzen? Für Zott zu den verbliebenen Dingsbumswaffen. Tut es. Ich sag ihm einfach, er soll es tun. Beste Entscheidung. Ganz schön geil hier, muss ich sagen, mit diesen ganzen Panzers. Massenschlacht draufhauen. Ich mag das. Nicht vieren. Signalbündel, überall fallen Signalbündel. Ich werde dir irgendwie ein bisschen ausgelutscht von den Viechern. Auf damit. Das nennt sich auch Blowjob. Hat er nicht gesagt. Das ist unfassbar, ne? Lebenspunkte erhöhen sich. Sind wir eigentlich ein ab 18 Streamkunden? Nein. Ja. Ich hoffe. Vorher hat er schließlich DBD gespielt. Besser wär's. Da haben wir aber Glück gehabt. Jane, was machst du denn hier so allein? Ja, mit Zott durch die Gegend laufen. Damit es hier weitergeht. Hat Zott nicht auch Dani Sahne erfunden? Dani Sahne von Zott None. Von Zott None? Was redet ihr denn? Zott hat's doch erfunden. Nicht Danone, sondern Zott. Kennst du nicht Dani Sahne von Zott None? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier richtig bin. Nein, ein bisschen sowas von falsch. Von Zott None. Das verwirrt mein Weltbild völlig. Völlig. Der Zott jetzt schon wieder was hin. Was denn? Du solltest mit dem Team hier hinten sprechen, auch wenn hier nur einer rumsteht. Gerade stand er noch verdings die letzten Hansels. Oh, Jane rennt. Genau so. Ich glaube nicht, dass da stand verdings die letzten Hansels. Aber da vorne die letzten Hansels. Küsst mich. Jane wird niemals ein Spieleprogrammierer, weil dann steht da vernichtet. Oh nein, Zott ist tot. Das wäre doch toll. Ja. Oh, das ist aber sehr dramatisch jetzt. Das ist gewesen. Super dramatisch. Sie wollten sich küssen. Oh nein. Und er wurde mit einem Pfeil in seinen Hinterkopf erschossen. Ich belebe ihn wieder mit Blitzen. Sie weint. Oh, jetzt ist sie im Range Mode. Das ist auch nicht nett. Im Range Mode? Im Range Mode. Naja, aber komm, sie hat ihn endlich flachgelegt, also. Wow. Oh, hat er nicht gesagt. Ja, der war gut. War zu früh, oder? Nee, ich fand ihn okay. War auf jeden Fall nicht sehr einfühlsam. Einfühlsam kenne ich nicht. Ja, weiß das habe ich schon gemerkt. War ja auch nicht der Plan von Zott. Zott None, ja. Ey, das kriege ich nicht aus dem Kopf. Sehr gut, das war der Plan. So eine Scheiße muss man das reden können. Das ist nicht normal. Jahrelange Übung. So witzig, immer wenn ich höre, wie der Nico O sagt, weiß ich genau, er muss schnell die Kamera ausblenden. Auf einmal her.
Ja, nee, eben was andersrum. Ich habe sie angemacht. Ich habe vergessen, sie wieder anzumachen. Nee, jetzt so. Angemacht. Oh, ausmachen. Oh, guck mal, der Fahrhund. Der ist eben auf Schienen gefahren. Das ist sehr praktisch. Wir müssen jetzt eine Pause machen. Bei mir gibt's Pizza. Okay, was? Dann mach ich mir Käse. Dann lass doch gerade die Mission zu Ende machen erst noch. Ja, die machen wir. Ja. Ja? Trahörn! Nur noch im Bericht. Ich stau ihn schon entgegen. Trahörn! Gut gemacht, Kommandeur. Ein bisschen süßer Sieg, aber sehr wichtig. Euer Erfolg in dieser Schlacht bedeutet, oh, das war ein bisschen, meine Ohren muss ich nachher ausspülen. Schneid sie einfach ab. Nein, die brauche ich noch, sonst habe ich keine Arme. Du meinst, weil du sie noch öfters ausspülen musst? Agent Zod starb wie ein Held. Wrecking Jane, M, ihr habt mein tiefstes Beileid. Werden. In der Tat, Zod wird uns fehlen. Zotti heißt er. Er war ein großer Erfinder und guter Freund. Ein jähzorniger alter Spinner war er, und das wisst ihr, Kommandeur. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Ich glaube, ich das können wir alle nicht. Wirklich, was es bedeutet, wir haben ihn geliebt. Ja. Wir alle. Es hieß einfach, vor allem für seine Süßigkeitenprodukte. Ich musste aber lachen. Eine Sahne von ihm. Aber jetzt weiß ich es. Manchmal muss man einfach ein bisschen Verlust, länger durchhalten als 2 Sekunden, Tobi. Aber mit that's what she said. Ich werde weder aufgeben noch umgehen. Sogar als Gott dachte, ich sei tot, suchte er noch nach mir. Hallo. Hi Jesse, grüß dich, willkommen zu Hause. Hallo Jesse, willkommen zurück. Genau dazu habt ihr jetzt Gelegenheit. Der Warum Pakt stehen wir jetzt eigentlich hier drüben und Trahan auf einmal da hinten? Wir werden ich weiß nicht, ich stehe noch hier mit. Er steht auf Frieden, auf Distanz. Ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Wofür ist Ritual durch? 12 Stunden, krasser Shit. Ich entwickle mich gegen die Verderbnis weiter. Cool. Skin freigeschaltet, Skin freigeschaltet. Oh, was nehmen wir denn für eine Hose? Okay, den Skin habe ich noch nicht, nimm den. Oh, ich hab... Ah, fuck, fuck, ich kann mich nicht entscheiden, ich habe 2 gesperrte Skins. Was nehme ich? Nehme Mist, es rappelt in der Nein, Kiste. Nein, Vorschau ist das... Nein! So. Hä? Achso, ich bin rausgegangen, ne? Muss ich nochmal anfangen. Entschuldigung. Vorschau. Ich kann mir mal nicht vorstellen, dass ihr so lange braucht. Guten, Raffi, guten. Guten, Raffi. Boah, Alter, nee, die nehme ich auf keinen Fall. Ich bin neidisch. Das ist eine super Skinny. Ich geh pinkeln. Ein Skinny. Zeit Skinny Bitch. Ja, yeah, ich brauch die Baggy Jeans. Was? Was ist stimmt nicht mit dir, Nico? Ich habe die Baggy Jeans ausgerüstet. Manchmal machst du mir Angst. Nein. Das liegt nur an der Baggy Jeans. Ach so. Dann bin ich ja beruhigt. Ach, ein Glück. Hm. Machst du jetzt eigentlich auch Aufnahmepause, oder? Ich mache jetzt eine Aufnahmepause, nachdem ich alles aufgenommen habe. Also dann. Zeit für Pizza. Zeit für Pizza. Tschüss.